wird denn endlich mal dieses Haus hier fertig? Wo steckt Merle? Oh, oh, Merle, bist du wieder im Autoschuppen? Es sprudelt! Es sprudelt! Was machst du mit den Ziegen? Es sprudelt! Ich hab das Öl gefunden! Was ist hier los? Ich hab so tief gebohrt, dass ganz viel Schlacke kam! Meinst du das da auf dem Boden? Das ist kein Öl. Wieso nicht? Doch, das ist Schlacke. Merle, das ist kein Öl. Das ist. Es kommt doch immer Schlacke vor dem Öl. Ja, aber das ist einfach nur Kacke, Merle. Das ist einfach nur Kacke. Schlacke. Nein, Kacke. Was völlig anderes. Ich glaube, du kannst dich mit Öl noch nicht so auskennen. Ich kenne mich mit Öl aus. Hast ich kann dir sagen. Du jemals Ölbohrturm gesehen? Ich nicht. Alter, die haben uns eine leere Ziege verkauft. Was? Wieso eine leere Ziege? Ja, wir haben doch jetzt eine neue Ziege und wir haben eine Jungziege. Die habe ich eben gerade frisch aus dem Sparmarkt, ja? Und die ist leer. Klar. Normalerweise kannst du doch immer eine Ziege abmelken, wenn du frisch eine holst. Ja, die haben, ja gut, das ist jetzt, ne, die müssen auch irgendwie klarkommen jetzt mit der Inflation und so. Oder melken die da vorher ab. Ja. Das, was eigentlich uns gehört. Unseren Mjolk. Ja, das ist wie bei Kaufland jetzt, weißt du, die sagen, wir haben jetzt über 1000 Artikel reduziert. Ja, die Beschaffungspreise sind auch wieder voll niedrig, weißt du? Und Inflation ist gar nicht da, Kapitalismus kickt, aber ansonsten. So, ich gehe jetzt das Ding bauen, Alter. Also du machst jetzt Oil. Willst du mitkommen Öl bauen oder willst du hier Ziegensachen machen? Nö, ich komme mit, ich will auch. Nein, warte, ich will keine Ziegensachen machen. Mal auch sehen, wie Öl gebohrt wird. Gucken, ob es dann richtig absprudelt, das geile Öl. Soll ich dir mal einen Trick zeigen? Geisterauto! Oh. Oh. Pater Bronson hat gesagt, wir müssen echt aufpassen. Autsch, Baum. Ey, normalerweise... Da ist übrigens noch ein totes Tier in der Nähe vom Supermarkt. Hier wäre auch so ein Spot, aber hier ist kein Oil, das ist nicht schwarz. Irgendwo hier muss noch ein Tier rumliegen. Ja, da hinten leckt's. Müssen wir dann später noch holen. Das habe ich extra... so ein bisschen an den Wegesrand gelegt. Alter, und dann, wie kriegen wir das Öl an Mann? Ich weiß es noch nicht. Kann es nicht aufheben. Why? Nö, kann den Sack nicht aufheben. Ja, und jetzt? Was brauchen wir denn jetzt? Kein Spritöl. Ein Fass oder so werden wir brauchen, oder nicht? Peinlich. Dann holen wir, komm mal mit. Holen wir erstmal den Roadkill, um noch ein bisschen Geld zu haben. Er lag irgendwo da hinten, das sind auch nochmal irgendwie 90 oder sowas. Oder 60, ich weiß gar nicht, was die hier geben. Jetzt mal gucken, siehst du irgendwo einen Bären? Im Moment noch nicht. Queste können wir auch noch machen, ne? Hier, Toothless Grandma. Es gibt noch zwei oder drei Questgeber, ja. So, wo war der Sparmarkt? Hier oben. Aber wir müssen irgendwie ein Fass oder so haben, um das Rohöl rauszukriegen. Da müssen wir super, also in den Bauhaus, weil da haben wir jetzt keins geben, aber ich will das verkaufen, damit wir. Weiß ich nicht, vielleicht genügend hier Asche doch haben. Was. Ja, wir können ja gucken. Schau mal lieber rein. Vielleicht haben die Fässer. Schau mal lieber rein. Schau mal lieber rein, Chamberlain. Also wir haben 150 Dulas. Nee, die haben nur einen Komposter. Und Weizensamen, Maissamen und Sonnenblumensamen. Für die Felder. Für die Felder? Und was ist mit Gewächshaus? Ja, da haben sie ganz viel. Da kannst du Salat und Boah, da können Kürbis wir irgendwann, können wir voll die geilen, riesigen Gewächshäuser bauen. Ja, und dann können wir wahrscheinlich dort auch irgendwie vielleicht Kuchen herstellen oder sowas. Kürbiskuchen? Das wäre halt geil, ja. So Pies. Schöne Ami-Pies. Wenn du ein Tier siehst, schrei, ne? Weil wir müssen alles wegballern, was geht. Lass mal hier ganz kurz gucken, ob es vielleicht einen Öltanker oder sowas gibt. Ich glaube, das meiste Geld holen wir mit dicken Zuchtpferden. So, was gibt es hier? Erntemaschine, Traktor, Geländewagen, Limousine, kleiner Laster, Pickup, noch ein Pickup und Nutzfahrzeug. Naja.
Nee. Die Preise sind auch richtig dick, Alter. Ja, deswegen. Selbst dieses kleine Fahrzeug kostet 800. Warte, wenn wir die ersten Öls verkaufen. Jetzt müssen wir mal zum Laden. Boah. Wie so ein Magnet, wirst aber auch angezogen. Ja. Das ist die Magnet Engine 5. Ja, die Magnet Engine 5. Die Magnet Engine 5. Magnitude, oder wie hieß der? Pow Pow. Ey, ohne Scheiß, so. Ich hab gestern so viel gegessen, dass ich keinen Hunger hab. Irgendwie verrückt. Also ich hab schon so ein bisschen Hunger. Hier gibt's ein Fass, aber für was ist das gut? Wie heißt es eigentlich? Ein Ölfass. Ah, hier, Ölfass, 250. Na, haben wir nicht. Fehlen uns 100. Oh, kacke, ey. Groschen. Ölfass. Da müssen wir jetzt irgendwie Tiere abknallen für ein Ölfass. Da müssen wir jetzt rausgehen. Es gibt Feuerwerk-Chrysanthemen. Warte, da ist direkt ein Tier. Diese Stadttiere. Stadttiere. Hol das Auto, hier habe ich einen schon mal hin. Hol die Karre! Hol die Karre mal! Ich habe ihn erledigt! Hier sind ab und zu auch Bären. Ja, da hinten ist schon einer. Ich hol den auch. Ich lock den Bär her. Oh, dann können wir uns vielleicht ein Ölfass leisten. Was meinst du, was kriegt man für so ein volles Ölfass? Keine Ahnung, Tausender? Nee, so viel. Ich weiß ja nicht, wie lange es dauert. Das weiß ich auch nicht. Aber für einen Käse ein Fuffi, das ist schon ziemlich stabil. Hey, ich lade hier gerade auf. Oh, und hier kommt... noch einer für dich. Aua. Er lacht ich irgendwie. Ich suche das nächste Tier. Sieht aus, als würde er lachen. der hat es hinter sich. Ich war 8 Jahre blind. Endlich glücklich. Blind und glücklich. Das ist doch deine Philosophie. Hab noch einen, ich bring ihn zum Auto. So viel können wir wieder nicht aufladen hier. Du kannst sie stapeln. Kühlbox wäre vielleicht eine gute Investition, ne? Muss sie halt sehr intelligent platzieren. Wenn nicht, fährst du schnell zu Best Buy. Ich bleib hier bei der Leiche stehen. Ja. Ist ja gerade ums Eck. Ich guck, ob ich noch einen find. Wo ist Best Buy? Lock die dann wieder daher. Best Burger, oder was meinst du? Ja, Best Burger ist doch gerade hier in der Nähe. Achso, verkauft man das nicht im Laden? Als hättest du ein Schulkind überfahren eben. Kriegt man bei Best Burger dieselben Kurse? Ich glaube, es gibt keine Kurse. Ja, manchmal hast du aber bei Best Burger so, diese Woche kaufen wir halt Salami. Ja, genau, das haben die ab und zu. Ich glaube, die sind 20 oder so wert. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, 3 Stück für 60 habe ich bekommen. Ich habe noch einen Bären. Gerade haben die sich wieder so ein bisschen vermehrt. Zuchtbären. Hat 5 gekriegt für das Fleisch. Das reicht schon mal für ein Ölfass. Wir könnten uns damit eins rein, theoretisch. Ja. Gönnen. Guck mal, ich hole jetzt noch einen Bären und dann haben wir noch mal ein bisschen Geld. Ja gut, der Laden oben gibt mehr, hast recht. Laden, ja gut, dann nehmen wir die anderen beiden jetzt mit hoch zum Laden und kaufen das Fass. Wir müssen ja eh hoch zum Laden. Komme ich denn hier aus der Stadt raus? Wo bist du noch mal gewesen? In der Stadt. Ich laufe jetzt gerade wieder hin. Siehst mich dann gleich auf der Karte. Ich habe nur den Bären im Nacken. Aber da, wo ich bin, ich sehe den Bären. Also hier, der liegt an der Straße. Ja, hier liegt ein Bär an der Straße und macht so einen Flip. Ein Bärflip. Aber ich will jetzt noch einen zweiten Bären dazu. Hey, der, guck mal. Wie er wegrennt, wie er denkt. So, oh, ich weiß, was die vorhaben. Er ist tot. Da hinten liegt der nächste Bär. Laden wir jetzt den auf und dann den anderen Bären. Schöne dicke Bärenscheiben. Ah, schön die Bären weggeknallt. Das
Vielleicht bilden die sich auch ein, glücklich durch den Wald zu streifen. Mit Sehkraft durch den Wald, ey, richtig bescheuert. Arrogante Drecksviecher. Kein Wunder, dass sie die Kugeln so gefressen haben. Ziemlich viel Hass in den Bären gewesen. Warte, wir brauchen Platz noch fürs Fass. So, jetzt gehen wir das Fass holen. Dann verkaufen wir das Bärenfleisch oben beim Laden und gucken mal, ob wir damit irgendwas reißen. Warte, fahr den Wagen einfach nach hinten. Ah, ja. Obwohl, ist nur ein Fass. Ist ja nur ein Ding, kannst ja tragen. Kauf das Ölfass. So, jetzt haben wir hier ein Ölfass. Das hat ja auch schon 250 gekostet. Und also da muss ja, auf jeden Fall müssen da 500 drin sein. So. Einer will das Auto fahren, ne? Na, wie geht's zum Laden? Was zum Geier hast du... Hast du es gerade angehoben? Nein. Das Auto ist verflucht, sage ich dir. Da steckt irgendwie... Der Laden ist ja hier direkt bei unserer Farm. Ja, wir müssen hier hoch, dann links. Und dann der Straße folgen. Also links und dann wieder leicht links. Mal. Also langsam läuft aber das Business. Mal. Ja, jetzt. Klar, wir sind Profis. Wie viele Stunden haben wir in dem Spiel? Viele, ne? Sehr viele, ja. Ah, Ranch bringt uns über den Winter. Haben wir nicht locker 120. 120 Folgen Ranch oder so? Nee, so viele sind es nicht. Aber wir haben schon einige. Stimmt, haben wir 120 Folgen Ranch, ey. Ranch ist Leben. Ich habe jetzt ein Ölfass. Bringt nichts. Aber hier ist ja so ein Fass-Symbol. Guck mal, da steht aber auch eine 1000 und 50. Braucht das Benzin? Der Motor, dass es angetrieben wird? Ach so. Boah, weiß ich nicht. Soll ich mal den Kanister holen? Ja. Fahr du. Ich komm mit. Probieren wir es mit Benzin, weil sonst habe ich auch keine Idee mehr. Generator kaufen, nebendran stellen. Maldini. Und das fliegende Auto. Ja. Naja, wir spielen das Spiel halt schon wirklich seit Stunde 0. Ja, das stimmt allerdings. Alle Phasen des Spiels haben wir miterlebt. Farming Sim Origins. Naja, es war halt zu einer Zeit, wo es... Ich lass auf, bleib drin. Ne? Wo bin ich denn hingeflogen? Das war halt zu einer Zeit, wo es auch noch nicht so viele Spiele im Koop gab. Es gab zwar schon immer ganz viele Farming Games, aber nicht so viele Spiele halt im Koop. Ja, und das einzige war halt Farming Simulator, der Dings. Der hochprofessionelle da, ja. Oh. Mit den richtigen Fahrzeugnamen und... Ja, das ist ja auch, keine Ahnung, warte, ich drehe, okay. Das ist ja auch irgendwie voll das clumsy Ding halt, ne? Ja. Ich glaube auch nicht, dass die damit gerechnet haben, dass es so erfolgreich wird. Das ist ja brutal erfolgreich eigentlich so, wenn man es mal so sieht für ein Indie-Game. Ja. Ja. Wir pumpen Öl. Alter, der Kanister ist schon leer. Ja, da den direkt weggesaugt. 0 Liter. Bis jetzt haben wir noch gar nichts. Nur draufgezahlt, wie im echten Leben. Ja, wieso haben wir denn nichts? Das ist die große Frage. Wahrscheinlich dauern. Bis hier so 50 Liter drin sind. Bis zu 1000 kann er speichern.
Wobei, guck mal, die ersten, halt die ersten 10 Liter hat er so weggesaugt. Moment. Frage ist halt, ab wann kaut ihr hier einen raus? Wie lange dauert das? Pro Minute? Ich weiß jetzt nicht, da kommt nichts raus. Doch ein. Übertragen. So, hier ist ein Liter drin. Ein Lüdi. Kann man den Lüdi beim Laden loswerden? Oder wo verkauft man das? Ein Laden-Lüdi? Wie, was, wie viel Lüdi hast du denn jetzt rausgeholt? Ein Lüdi. Ein Liter Öl? Ja. Aber der 10 Liter Sprit. Ja, keine Ahnung. Ob man das hier verkaufen kann, so ein Lüdi. So ein Lüdi. Yo. $10. Also wenn das Ding voll ist, hast du $500. Oh, jetzt habe ich $10 gemacht mit dem Ding. So viel können wir mit so einem Ölturm halt machen. Also, wenn das voll ist, 1000 mal 10 sind 10.000. Oh, jetzt hat sich gerade alles aufgehängt. So, hallo, was? Hallo, nimmst du auf noch auf? Ja, ja. $10 habe ich mit dem 1 Liter gemacht. 1000 Liter passen rein, 1000 mal 10, 10.000, wenn das Ding voll ist. Boah. Man muss auch noch transportieren und immer wieder betanken. Muss eigentlich immer wieder so zu Tankrunden machen. Also der speichert jetzt dann bis zu... Ja, wobei, guck mal, der hat 10 zum Anfahren gebraucht. Jetzt im Moment verbraucht er gar nicht so viel. Ich glaube, pro Liter braucht er 0,1. Braucht 0,1 pro Liter. Das heißt also, er kann immer 50 Liter mit einer Ladung rausjockeln. 50 gehen in ein Fass und dann holst du später den dicken Tanker. Er holt 500 Liter raus. Ne, ins Fass gehen 50. Ja, aber mit einer Spritladung. Guck, zack. Ja. Das müssen wir jetzt halt hier einfach liegen lassen. Wir müssen aber auch wieder zurück. Na, wir müssen noch die Ziegen ganz kurz durchschänden. Ja, ganz kurz rein schindeln. Jetzt brauchen wir halt noch den zweiten. Weißt du, wenn wir dann so zwei Quellen haben, das ist doch schon viel Geld, was wir damit machen können. Ja, schon. Mit sich hier das sind wahrscheinlich die Felder hier, ne? Ich glaube, mein USB-Hub hat sich gerade abgeschossen oder so. Irgendwas stimmt nicht. Mal ist leicht beeinträchtigt gerade. Mehr als sonst. So, ich merke die ganz schnell, bevor es nicht mehr geht. Boah, Alter, die Taschenlampe in dem Spiel ist ja hardcore. Hab's vergessen, was das für eine Blendy ist. Das ist ja richtig die Viecherblend, du. Ach so. Die Futterkrippe ist schon wieder leer. Wir haben schon wieder kein Fressen mehr für die Viecher. Die fressen ja wie blöd. Wieso fressen die denn so viel? Keine Ahnung. Bandwurm. Oh, die Ziege ist eben instant bewusstlos geworden. Das rote Null von dir kickt ganz schön böse. Na, wir haben wieder $100 in Käse. Einen Sack Futter habe ich ja noch, aber wir brauchen ja auch was für die Hühner. Alter, der Bock verweigert das Schlafen. Bin noch gar nicht müde. Du da rein? Na, also wir haben... Wenn wir einmal so einen Schrank Käse abliefern, haben wir 300. Das ist im Moment unsere beste Einkommensquelle. Weil es relativ zügig geht. Bist du jetzt wieder da? Ja, ich bin wieder da. Da läuft deine Aufnahme noch? Ja, doch, aber... Strange, alles irgendwie gerade. Egal. Aber ich koche hier noch den Käse und dann sind wir ja eh durch. Koch den gerade noch schnell ein. Hä, warum ist jetzt die Tür wieder offen? Weil der Bock will nicht schlafen, der wehrt sich irgendwie.
Der hat eine Resistenz gegen den Rohypnol entwickelt. Ja. Ja. Überempfindlichkeit, oder er ist sensibilisiert. So. Haben wir nämlich hier schon wieder passend vollen Käseschrank. Also Käse pays the bills. Gut, hauen wir uns aufs Ohr. Ja, hauen wir uns aufs Ohr, besser ist das. So Leute, wir haben Öl, es läuft, die Produktion, wir haben Käse. Ja, also jetzt kommt der Reichtum als nächstes. Jetzt kommt der Reichtum. Dann können wir wieder richtig schön dekadent auf Ölgewinnbasis können wir dann hier richtig die Industrie weiterbringen und die Natur zerstören. Darum geht's in Ranch. Freue ich mich schon richtig drauf. Und dann am Ende Massentierblindmachung. Ja, das ist das Endziel. Die Endlösung, wie man so schön sagt, ist tierblind. Sagt man, glaube ich, nicht mehr. Na gut, am Ende werden alle blind. Ihr habt es gehört. Bis zum nächsten Mal. Lang lebe Kreis Industries. Ja. Tschüss.